Anlässlich 30 Jahre Zeltmusikfestival Freiburg gibt es in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg eine entsprechende Ausstellung. ZMF-Festivalgründer Alexander Heißler hat aus seiner Fotosammlung, bestehend aus vielen tausend Bildern, für diese Ausstellung mehr als 200 Fotos zusammengestellt. 30 Jahre ZMF Stage and Backstage zeigt die Künstler in Aktion auf und hinter der Bühne. Zur Ausstellungseröffnung gekommen sind unter anderem Sparkassenvorstandsvorsitzender Marcel Timm und Freiburgs erster Bürgermeister Otto Neideck und natürlich auch ZMF-Vater Alexander Heißler selbst. Shane Brady, in Freiburg lebender irischer Singer-Songwriter, sorgte für die musikalische Unterhaltung im Rahmen der Eröffnungsfeier. Die Ausstellung in der Sparkasse an der Kajo kann noch bis zum 11. Juli während der Öffnungszeiten besichtigt werden.